Herzlich willkommen zum dritten Video vom FM-DAB-Scan. Heute auf 812 Meter Höhe bei Randen. Randen ist ungefähr 5 Kilometer vom Blumenberg entfernt. Man sieht hier die richtig schöne, geile Panoramaaussicht. Warum Blumenberg? Ganz einfach. Das Radio Neckarburg, beziehungsweise wie es seit 2 Wochen heißen tut, nach dem Relaunch Antenne 1, Neckarburg, Rock und Pop, hat eine Frequenz bekommen hier oben und da dachte ich mir, das ist ein ganz guter Anlass, mal hier einfach zu gucken. Die Frequenz hat 1000 Watt und werden wir dann gleich beim Durchzeppen erreichen. Es hat sich in Baden-Württemberg jetzt Ende August, Anfang September 2 Relaunches getan. Einmal das mit Antenne 1 Neckarburg und das neue Seefunk, Radio Seefunk. Die einfach sich nochmal gewandelt haben, anderer Musikstil und so weiter. Und ja, kann man von halten, was man möchte. So, jetzt geht's mal los. Jetzt gehen wir mal aufs Radio, beziehungsweise schauen wir mal geschwind für jeden, der ein bisschen gucken möchte. Blumenberg ist hier. Wie weit wir weg sind. Genau. Dann gehen wir mal auf die Suche. Wie immer beginnen wir bei 87,5 ganz unten. Gefahrmeldung für die A61. Man nutzt schon das Fenster hoch, dass nicht so viel Verkehr reinbrüllt. So. Ah, da ist er schon gesprungen. Gehen wir gerade nochmal runter und fangen nochmal von vorne an. Das ist die neue Frequenz von Radio Neckarburg, die ich anfangs erwähnt hatte. Hier auch zu sehen, mit, auch mit dem alten Logo, wo es noch hieß, das neue Radio Neckarburg. Ö1, das ist, könnte österreichisch sein. Da ist wieder so ein hohen Sprung drin. Was soll denn das? Fangen wir nochmal von vorne an. Sorry Leute, aber irgendwie mag mich das Radio heute nicht. So, Antenne Neckarburg. Bayern kriegen wir sogar rein, schick. Da sind wir aus 3 Ländern und 2 Bundesländern die Sender reinkriegen, ist das eine recht gute Auswahl, muss ich sagen. Wenn man hier die Schweizer, Österreich, Bayern und Baden-Württemberg Sender reinkriegt und zum Teil Franzosen. Ö3, ja. Bayern 1. Die in Japan geborene Es war 1939. Sie vorbei am 7. und 8. September in Jagersdorf. Ich hoffe, Sie. 160 Koblenz Richtung. Schon krass, wie 3 Sender und nur eine Kommastelle hintereinander drauf sitzen hier. Okay, 4.
Flughafen elektrisieren wird. Endlich, immer eine günstige Tankstelle finden. Helfen gibt, die Zentrumgruppe besitzen. Da an den Ort des Verbrechens. Cellist Christian Poltera, Kilometer Stockmitte. A81 singen, da zwischen Eningen und Böblingen. Oh, einen Mordanschlag auf. In einem Mehrparteienhaus bemerkten Nachbarn. Und B49 in Limburg zwischen Dorla. Obwohl er schon vorher einen in Bulgarien. Ah, kommt was Klassisches. Ah, SF2, okay. Alter, der ist wieder zurückgesprungen. Und ich glaube gerade bei der 99. Franzose. Luftangriffe registriert. Wäre interessant, welches Energy das jetzt gewesen wäre. Das ist jetzt Antenne 1 von Stuttgart, die Frequenz. Was RDS-mäßiges reinkommt, wäre noch interessant. Leider nicht. Okay, war ein anderer Sender. Das neue Radio Seefunk, wie erwähnt. Auf Antenne 1.neckarburg.de. Et aussi des histoires de fiction, peut-être que ça peut aider. Zwischen Kreuz Frankenthal und Kreuz Ludwigs. Das könnte Antenne Bayern sein. Speichern wir mal kurz, dann sehen wir es anhand vom Logo. Tatsächlich. Süd 8 Kilometer stark. Passau Richtung Nürnberg zwischen Rosenhof. Das könnte auch ein bayerischer Sender sein. Kommt nichts durch, leider. Ne, DLF ist es tatsächlich, okay. Alter, sorry, dass das da hin und her springt. Aber da krallt sich das halt das bessere Signal dann halt, wenn das RDS hat. Bei SF3 ist echt brutal oft drinne. Ah, mal was anderes, Baden FM. Deutschlandfunk müsste das wieder sein. Die sehr starke Frequenz. Vorarlberg ist doch, korrigiert mich, aber das ist doch auch tief in Bayern hinten drin. Abschiebungen von Migranten kamen.
di quei muri che avevo costruito? Beh, farti entrare nella mia vita. So, dann gehen wir mal auf das DAB. Wir müssen aber erst noch einen Scan machen. Habt ihr das auch mal kurz gesehen? Ich werde mal noch ein separates Video machen, wo ihr seht, mit was ich das DAB mache. Über eine USB-Schnittstelle, wie das läuft. Jetzt lassen wir den Mac schön durchsuchen und das wird dann automatisch dann auch seine Sendeliste bereinigen. Dauert dann halt so 30 Sekunden, 60 Sekunden, je nachdem wie viel Sender er reinkriegt. Ich werde wahrscheinlich in der Nachbearbeitung in die Kommentare mal mir die Mühe machen und aufschreiben, wie viel DAB-Sender wir reingekriegt haben, beziehungsweise wie viel auf UKW, weil das ist, war ja echt eine brutal große Auswahl hier. So. Das ist normal, jetzt tut er sich nämlich neu hochfahren, nachdem er alles gesammelt hat. Und jetzt haben wir hier die Auswahl. So, Antenne Bayern. Oh, wir haben sogar den bayerischen Multiplex drin. Hören wir mal rein, ob er es auch gepackt kriegt zu hören. Oder ob er nur anzeigt. Ja, wir kriegen hier in Randen Antenne Bayern über DAB Plus rein. Hervorragend. Also wir haben echt eine brutal krasse Auswahl hier. Also wer hier oben wohnt und Radio liebt, kommt hier mehr auf seine Kosten. Also da brauchst du keine Satellitenanlage oder Kabelanschluss, um Radio zu hören oder Webradio. Das kriegst du hier alles kostenlos for free nach Hause geliefert, wenn du hier dein Häuschen hast. Radio Maria will ich jetzt mal reinhören, was das ist. Ein Interesse halber, ob das ein Franzose ist. Aber auch schon wieder. Nee, auch nochmal Schweiz. Juden als wichtige Flucht. Radio X, was ist das? Das hier könnte Französisch sein. Rockantenne. Rundfunk. Auch bestimmt witzig. Dann was kommt da? Okay, die hat er nicht genommen. Da testen sie irgendwas. Es wäre in den verschiedenen Multiplexen, die sie haben. Beziehungsweise sind keine richtige Multiplex, das ist ja standortbezogen. So, das war's dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.